So, jetzt wollen wir erstmal hier einen Geldschein reintun. Ich nehme jetzt mal einen 20-Euro-Schein. Zack! Und schon ist der Geldschein weg. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Kinderspielzeug. Ich habe heute was super Cooles für euch. Und zwar wieder einen Geldautomaten für zu Hause. Das ist eine Spardose, aber das Ganze sieht aus wie so ein Tresor oder auch ein Geldautomat. Das Coolste daran ist, dass das Ganze auch funktioniert mit Geldscheinen. Wir hatten vorher immer nur welche mit Münzen, aber das ist auch eine, wo man wirklich einen Geldschein da reintun kann. Und der wird dann so eingesogen. So ungefähr. Sieht super cool aus. Wir haben jetzt als Farbe rosa, aber ich glaube, die gibt es auch noch in unterschiedlichen Farben. Vielleicht schwarz und rot oder so orange. Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Geeignet für Kinder ab 6 Jahren. Hergestellt von... Finde ich gar keinen Hersteller. Das Ganze funktioniert natürlich mit Batterien und es soll super sicher sein. Also als Spardose definitiv geeignet, wenn man Geschwister hat, die vielleicht mal einem ein bisschen Geld stibitzen wollen. Kann man sich davor schützen mit so einem Kinderzimmer-Tresor. Wir werden ihn jetzt mal auspacken, mit Batterien bestücken und natürlich auch ausprobieren. So, hier haben wir ihn in Knallpink-Schweinchen-Rosa. Den sieht man fast gar nicht vor unserer Wand. Vielleicht verändern wir noch den Hintergrund. Hier haben wir so ein Rad. Das lässt sich allerdings nur öffnen, wenn man auch das richtige oder bewegen, wenn man auch das richtige Passwort eingegeben hat. Und hier sieht das aus, als wenn man da noch so ein kleines Fenster hat, wo man dann die Mechanik sehen kann. Und man kann da 1000, 2000, 5000 und 10.000 Euroscheine, Dollarscheine, Spielgeld, was auch immer reintun. So, Batterien müssen wir noch einfügen, aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall super gut. Hier oben haben wir den Schlitz für die Münzen und ich werde jetzt mal unseren Geldschein oder Geldscheinautomaten starten. So, die Batterien sind jetzt drin und jetzt werden wir mal unseren Safe öffnen. Das Ganze funktioniert mit einer Kombination und zwar muss man als allererstes 4-mal die 0 drücken. Das ist also die Werkseinstellung. 1, 2, 3, 4. So, 4-mal habe ich jetzt gedrückt. Dann können wir hier dieses Rädchen bewegen. Was war das für ein schrilles Geräusch? Und so sieht jetzt unser Safe von innen aus. Da oben fällt dann das Geld rein. Und ansonsten haben wir da einfach so einen Geldschrank. Hier können wir noch aus... Oh, jetzt werden wir langsam schon darauf hingewiesen, dass die Tür noch offen ist. Nicht, dass jetzt hier jemand vorbeikommt und direkt unser Geld rausnehmen will. Es ist noch gar keins drin. Wir können entweder Beep-Sounds machen oder Voice. Das waren jetzt die Beep-Sounds. Ich mache das Ganze mal zu. Dann als nächstes wird dann wahrscheinlich jemand mit uns reden. Den Code kann man natürlich auch ändern. Das funktioniert mit einem neuen Code, aber wir wollen jetzt allererstes jetzt mal Geld reintun. Ich werde jetzt mal hier oben ein paar Münzen reintun. So. Das wären dann ungefähr 90 Cent. Was diese Spardose oder dieser Geldautomat für zu Hause nicht kann, ist das Geld zählen. Wir haben jetzt hier keine Anzeige, wo jetzt irgendwie steht, dass ich 90 Cent eingeworfen habe. Jetzt versuchen wir das Ganze mal mit Geldschein. Funktioniert auf jeden Fall noch nicht, aber eigentlich sollte das doch gehen. Mache ich vielleicht irgendwas falsch? Ich habe jetzt den Geldschein mal gefaltet, weil ich dachte, vielleicht scheint er zu dünn zu sein und jetzt hat er den wirklich geschluckt. Ich hatte ja ein bisschen Angst, dass er den jetzt zerreißt. Ich probiere das nochmal. Also irgendwie funktioniert das nicht so gut, wenn ich das so mache. Dann springt dieser Automatismus hier nicht an. Dann wird das Geld irgendwie nur zerknickt. Wenn ich das jetzt so ein bisschen falte, sagen wir mal so in der Mitte, dann... Frisst der Geldautomat meinen Geldschein? Habe ich vielleicht noch einen? Das will ich nochmal zeigen. Das war ja richtig cool. Ich habe sogar noch ein paar. Mit Münzen sieht es bei mir heute ein bisschen schlecht aus, aber ich habe ein bisschen Geld in Scheinen. So, nochmal ein 5er. Und? Jetzt will er ihn wieder nicht. Ja, doch. Zack. Wir probieren das nochmal mit einem 20-Euro-Schein.
So nimmt er die irgendwie nicht. Ich glaube, das Papier ist einfach zu dünn und staut sich dann da drin so. Aber wenn man diese Geldscheine so ein bisschen faltet oder auch doppelt nimmt, dann reagiert unser Geldschirmat darauf. Zack, weg ist es. Jetzt wollen wir natürlich auch wieder an unser Geld rankommen, nicht, dass es jetzt verschwunden ist. Man kann auf jeden Fall nicht von außen irgendwie ran, sondern wir müssen wieder unseren Code eingeben. Password, please. Immer noch viermal die Null. Wenn wir das aufmachen, dann ist da unser komplettes Geld drin. Jetzt natürlich geknickt, weil ansonsten funktioniert dieser Mechanismus nicht, was ein bisschen schade ist, aber immerhin, das Geld ist sicher verwahrt, kann man ja wieder auseinanderfalten und alles rausholen. Ja, ich weiß. So, jetzt wollen wir mal das Passwort ändern. Wir haben ja 000 gerade und jetzt wollen wir das ändern, und zwar funktioniert das mit dieser Sternchentaste, die müssen wir jetzt halten. Und jetzt haben wir eine kurze Zeit, um das neue Passwort einzugeben. Ich nenne das jetzt 1289. 1289. Das ist jetzt das neue Passwort. Bestätigt. Und... Ah, okay. Ich glaube, man hätte den Knopf die ganze Zeit halten müssen. Oh, oh. Doch, hat funktioniert. Ich dachte, es hätte nicht geklappt. Unser Tresor ist leer. Wir haben ja unser ganzes Geld rausgenommen. Aber es ist auf jeden Fall eine super coole Spielerei. Ich werde jetzt noch mal ein paar Geldscheine hier reintun, weil das ist echt das Beste, was man machen kann. Münzen sind ja eher uninteressant, aber wenn eine Spardose Geldscheine schlucken kann, dann macht es natürlich umso mehr Spaß. Oh, wir können ja auch mal schauen, wie viele Geldscheine gleichzeitig da reinpassen. Ich möchte trotzdem, dass der so reingeht. Warum geht das nicht? Komm schon. Oh doch, es geht. Man muss nur den richtigen Winkel treffen. Vielleicht eher... Cool, das ist natürlich super cool, dass das jetzt geht. Ich habe schon ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Also, ich finde es mega cool. Ein Geldautomat für zu Hause. Diesmal sogar mit Geldscheinfach. Oder Geldscheininhalation, also es wird ja richtig da reingezogen. Und natürlich auch mit dem ganz klassischen Münzschlitz, den finde ich aber nicht so interessant. Wenn es euch gefallen hat, dann natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. So, jetzt muss ich erstmal wieder hier an mein Geld rankommen. 1, 2, 8, 9. Yay! Bis zum nächsten Mal. Ciao!